Pfirsich, Zitrone, Wassermelone, Granatapfel und die Bali-Edition. Hallo. Hallöchen. Ja, heute gibt's ein kleines Video mit ihm und mir. Und warum? Weil ihr das wolltet. Mama hat nämlich bei Instagram abstimmen lassen. Ihr wisst ja, dass Lulu die Dirties probiert hat. Also wir haben sie natürlich auch probiert. Und dann hat Mama gesagt, ob denn wir beide auch die Brates probieren sollen von Capital Bra. Ja, und ich sag mal so, ich glaube, es waren über 80%, die ja gesagt haben. Das ist eindeutig. Das ist relativ eindeutig. Ich glaube, da müssen wir das machen, ne? Und zwar, weil sie hier das auch wollte. Ja, irgendwann müssen wir dann nochmal gucken, ob wir vielleicht auch Baba Hafti, den Baba Hafti probieren. Das ist ein Tee, der von Haftbefehl dann rauskommt. Ich glaube aber, der ist noch nicht da. Ich habe ihn zumindest noch nirgendwo gesehen. Also, jetzt werden wir die Brates probieren. Du darfst auch probieren. Und, ich denke immer an Braten. Braten. Jetzt werden wir den Braten probieren und einen Schweinebraten, einen Rinderbraten und vielleicht auch einen Pferdebraten. So. Natürlich nicht. Also jetzt geht's los. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die Tees von Capital Bra so schmecken. Viel Spaß. Da sind sie. Wir haben einmal Pfirsich, Zitrone, Wassermelone, Granatapfel und die Bali-Edition. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie das gute Zeug so schmeckt. Kommt auf jeden Fall direkt aus dem Kühlschrank, soll man eiskalt genießen. Hier muss man Eistee warm, schmeckt ja auch nicht. Also bei dem Dirty stand drauf, immer bevor dem Trinken schütteln. Ja, genau. Das haben uns auch ungefähr 500 Leute noch geschrieben. Ja, das steht hier nicht. Wir werden es schütteln und mal sehen, ob's dann wollen wir mal gucken, wie das ganze Zeug so schmeckt. Jetzt geht's los und ich kann nur sagen, Capis Brate ballert übertrieben krass. Da steht zumindest drauf. Ne? Ach so. Ja, das steht da drauf. Schmeckt voll hart. Capis Brate. Ist nicht so, dass ich mir das jetzt ausgedacht hätte. Ich würde sagen, die Bali-Edition, die nehmen wir ganz zum Schluss. Aha. Fangen wir an mit Brate Pfirsich. Die übertrieben krass, der ballert. Kalt ist er auf jeden Fall. Bra, bra, bra. Hab ich noch? Hab ich noch Pfirsich, ne? Ja. Oh. Damit das Ganze authentisch ist, brauche ich natürlich noch einen Schlappen, ne? Ja, die Eisenkette, die hast du jetzt nicht. Ja. Original. Hier. Ich muss es mal gerade zeigen. So. Ist zwar kein weißer Hut, aber. Ja, und keine Sonnenbrille, aber. Ja. Dann sehe ich so schlecht. So, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Du kannst. Ich das? Trink doch nicht gleich alles aus. Nicht wahr. Und schmeckt der übertrieben krass? Lecker. Ja, finde ich auch. Also aber übertrieben krass? Pfirsicheis. Oder einfach nur krass? Schmeckt schön frisch. Nicht zu süß. Ah. Genau, perfekt. Das stimmt. Würde ich schon mal sagen, der ist. Lecker. Ist ein leckerer Eistee, ne? Kann ich jetzt die Zitrone? Mhm. Sieht doch eigentlich ähnlich aus. Ja, ne? Finde ich auch. Doch ich als erstes. Mhm. Warte, dann muss ich jetzt ja anders machen. Was ist jetzt? Ach ja, stimmt. So, er hat keinen Schlapphut mehr auf, aber die Kette, die fehlt einfach. Papa, du bist Navy Lame! Aha. Ja. Viele kennen ihn wahrscheinlich. Er macht so. Mhm. Schmeckt schön frisch. Nicht zu süß. Mhm. Genau, perfekt. Ich glaube, oh. Der steht über. Ist lecker. Ja? Der ist lecker? Schmeckt der besser als Pfirsich? Finde ich ein bisschen, ja. Oh! Ich finde, der schmeckt ein bisschen intensiver nach Zitrone. Ja, ne? Ja. Würdest du den vor den Pfirsich platzieren oder? Also Platz, ja. Das wäre Platz 1 ja, und das 2? Ja, gut, dann machen wir das. Zitron ist schon mal vor 40. Mhm, gut. Dann kommt jetzt Wassermelone. Wassermelon. Oh, wir haben nicht gerochen. Der Riechtest. Oh, riecht stark nach Wassermelone. Also Wassermelone, ich glaube, das wäre auch mein Fall. Willst du anfangen oder soll ich wieder anfangen? Ja, bitte. Schmeckt schön frisch, nicht zu süß. Genau, perfekt. Ich sag ja, das steht überall drauf. Und? Lecker! Ja. Okay.
ja. Oh, den würde ich vorne. Ich würde den auch. Also, ja? Ja. Oh ja. Finde ich wirklich. Also Wassermelone? Oh, das ist richtig gut. Ihr seid ja richtig voller Freude. Ja. Hast du gut gemacht, Kapi. Kapi. So, dann nehmen wir jetzt hier Granatapfel. Mm. So, jetzt Wassermelone. Wassermelone? Nein. Granatapfel. Granatapfel, da habe ich mir sagen lassen. Oh, im Hintergrund sind gerade die Dirties. Ich hab mir sagen lassen, das schmeckt wie alter Sock. Was, ehrlich jetzt? Ja. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Haben von deinen Buddies schon welche Brati getrunken? Ja. Schmeckt mal. Ja. Trink jetzt mal den Socken. Trink den Socken. Und riecht? Wie noch gar nichts, oder? Ja, ich aber ich rieche ein bisschen von hier. Socke? Nee. Nee? Nee, Socke finde ich nicht, darf ich. Socke. Aber? Schmeckt schön frisch, nicht zu süß. Ich finde ihn aber genau lecker. Perfekt. Findest du lecker? Ja, also ich würde ihn aber nicht. Wassermelone schlägt er auf gar keinen Fall. Nein. Find ich. So. Aber vor der Zitrone noch oder nach der Zitrone? Nein. Also vor dem Pfirsich, zwischen Pfirsich und Zitrone. Ja? Ja, und Pfirsich ist, das ist halt ein Standard-Eistee. Man kennt ja Eistee-Zitrone, Eistee-Pfirsich kennt man ja, aber da würde ich auch den Granatapfel eigentlich davor setzen. Jetzt bin ich ja gespannt. So, ne? Jetzt haben wir noch, Mist, ich brauche einen Papagei für meine Schulter. Oh, wir haben tatsächlich. Hol mal schnell einen Papagei. Ja. Der Papagei. So, da das Original. Bali-Edition, Grünteegetränk mit Meerfrucht-Vanille-Geschmack. Meerfrucht-Vanille, okay. Bin ich jetzt auch gespannt. 91% direkt gebrühter grüner Tee. Oh. Was war das? Und? Oha! Oha! Oh! Schmeckt nach grünem Tee. Riecht nach grünem Tee. Das ist lecker. Hm. Das sehen wir jetzt. Das wirst du ja sehen. Oh, nicht so. Ganz. Okay. Nicht so ganz. Oh, doch, da kommt so das Vanillearoma, kommt so. Am, so im Abgang kommt am Ende, kommt das. Also ich finde den sehr lecker. Ja? Und du schmeckst halt grünen Tee, ne? Und dann kommt so leicht das Vanille. Darf ich nochmal? Ja, das Vanillige kommt dann so durch. Also ich drauf geachtet. Ja, du musst es, ne, auf der Zunge erst einwirken. Stimmt. Ja? Du musst, ne? Wo würdest du den hinsetzen? Vielleicht hier so. Dazwischen? Ja. Ja? Du auch? Ist ja okay. Ich würde noch einen davor setzen. Da. Ich würde, ja. Aber das ist ja okay. Ne? Machen wir es. Ich würde einen davor setzen, aber macht ja nichts. Das ist also, Kapi, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann man alles gut trinken. Das stimmt. Sind wirklich lecker. Ja. Ja, was jetzt ja noch fehlt ist, ne? Wie, sollen wir jetzt alle zusammenkippen? Ganz genau, haben wir auch gemacht. Was meinst du, was das für eine Geschmacksexplosion gibt? Oha. Ob das so gedacht war, oha, bin ich mir unsicher. Wir wissen nicht, ob das so gedacht ist. Wir also ist es bestimmt nicht gedacht, aber... So, dann hau rein. Schmeckt aber lecker. Ist irgendwas intensiv hervorgekommen? Gibt es eine Explosion von Geschmack? Die Wassermelone. Ja? Ist sie sehr dominant? Mhm. Ah. Also, ihr könnt sie auch alle mischen. Ne? Kann man machen. Kann man machen, aber ihr könnt sie auch einzeln trinken. Auf jeden Fall könnt ihr sie trinken. Die schmecken wirklich gut. Lecker. Schmecken alle lecker. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ein Granatapfel-Eistee schmecken kann, aber doch. Kann er. Ist gut. Ja. Gönnen wir den Wellen. Ja. Ne? In dem Sinne warten wir jetzt, bis Baba Hafti dann sein Zeug rausbringt und dann probieren wir die auch nochmal. Und dann kippen wir alles, was wir finden, einfach zusammen. Dirty, Brattee, Hafti, alles in einen Eimer und dann. Eimer trinken. So, Papandita. Das war euer Wunsch, dass wir dieses Video machen. Ja. Haben wir jetzt erledigt. Würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Komm mit deinem Hund. Tschüss. Ciao. Das müssen Mama und Lulu natürlich auch noch probieren, ne? Ja. Hier, einer muss den Hut aufsetzen. So, was war das denn jetzt hier? Was trinkt das denn? Das ist Pfirsich. Ach so. Ich mochte schon immer gerne Pfirsich-Eistee. So, jetzt kommt Granatapfel. Oh,
Lulu, nicht so dein Fall? Nein. Darf ich nochmal? Lulu würde Granatapfel also nach hinten setzen. Das ist nicht schlecht, ne? Aber ich hätte es mir stärker vorgestellt. Weiß ich auch nicht. Bali? Oha! Merkst du den Vanillegeschmack, der am Ende rauskommt? Oh, voll der Vanillegeschmack. Oh, der ist gut. Dann kommt Zitron. Was ist das, Zitrone? Der schmeckt auch nicht schlecht. Ja. Und dann kommt unser Favorit, die Wassermelone. Oha! Oh. Lecker, ne? Lecker. So. Lecker. So, jetzt hier. Komm, wir probieren den Pott. Den Pott. Ja, das ist. Geht auch. Das ist nice. Und könnte auch. Ja. Mhm. Also, finde ich gut. Ich muss tatsächlich sagen, ich bei den Dirties hatte ich das ja so, dass ich einige echt übertrieben süß fand. Das ich jetzt hier nicht. Nee, ich kann mich nur wiederholen und kann sagen, schmeckt schön frisch, nicht zu süß. Genau perfekt. Ja, so, und der ballert übertrieben. Also ich finde, ballert übertrieben. Der schmeckt auf jeden Fall nicht übertrieben süß. Nee. So. Also. Die können sie auch eigentlich zusammen. Alle gut. Nein, die wollen alle Geld verdienen. Richtig. So. Bis dann. Ciao. Ciao.